In GZSZ versichern sich Jessica und Philipp, dass Silvester ein Ausrutscher war. Wie geht es bei den beiden weiter? 19.40 Uhr, RTL, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Jessica und Philipp versichern sich gegenseitig, dass Silvester ein Ausrutscher war. Laura ist skeptisch, ob Emily ihr Angebot nur in einer ausgelassenen Stimmung gemacht hat, steht jedoch zu ihrem Wort. Sie glaubt an Lauras Vision, bis Paul Zweifel seht. Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, GZSZ, ist eine der bekanntesten und langlebigsten deutschen Seifenopern. Seit ihrer Erstausstrahlung im Jahr 1992 hat die Serie ein breites Publikum durch ihre fesselnden Geschichten und vielschichtigen Charaktere begeistert. Die Handlung spielt sich hauptsächlich im Berliner Stadtteil Kreuzberg ab, und konzentriert sich auf das Leben einer Gruppe von Freunden, Familien und ihren Alltagsbeziehungen. Die Serie behandelt eine Vielzahl von Themen. Darunter Liebe, Freundschaft, Intrigen, persönliche Konflikte und berufliche Herausforderungen. Die Charaktere von GZSZ sind in ständiger Entwicklung begriffen, wobei neue Figuren auftauchen und sich die Beziehungen zwischen ihnen im Laufe der Zeit verändern. Dadurch entsteht ein dynamisches Gefüge von Verstrickungen und Wendungen, das die Zuschauer immer wieder überrascht. Die Serie zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus. Zeitgemäße Themen aufzugreifen und diese in die Handlung einzubinden, was dazu beiträgt, dass sie mit der Zeit geht und sich an ein breites Publikum richtet. Von Teenagern bis hin zu älteren Zuschauern spricht GZSZ durch die verschiedenen Lebenssituationen und Charaktere eine vielfältige Zuschauerschaft an. Mit einer Mischung aus Spannung, Drama, Liebe und Freundschaft bleibt gute Zeiten, schlechte Zeiten eine der beliebtesten deutschen Seifenopern, die ihr Publikum seit vielen Jahren in den Band zieht und regelmäßig mit neuen Geschichten und Entwicklungen überrascht.